Also der Bahnhof, den wir vorgefunden haben, als wir hier vor 13 Jahren aufgeschlagen sind, war eigentlich eine Ruine. Aber irgendwie hat uns das überhaupt nicht abgehalten davon. Wir haben so gefühlt, das ist ein Haus mit Seele. Hier waren Menschen, die haben das geformt, haben das geprägt. Das ist völlig anderes, als wenn man in ein Haus kommt, was gerade neu gebaut wurde. Hier sind wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen in 125 Jahren durchgelaufen. Wir haben natürlich Details, was den Bahnhof betrifft, und versuchen ein bisschen historisch auch zu arbeiten in der Ausstattung. Was Dreusig betrifft, ist es natürlich der Bärentatzenweg oder viele andere Hinweise, die wir zum Ort geben. Dreusig hat eine ganz lange Bärentradition. Das sind unsere Wappentiere. Ich kann mich noch erinnern, wir mussten irgendwie das ganze Haus in den Graben legen, an der Mauer lang für Strom oder so. Und dann kam jemand mit dem Bagger und hat dann den ganzen Tag hier gebaggert und hat diesen Graben gemacht. Da haben wir gesagt, schicken Sie uns dann die Rechnung. Nee, das ist erstmal ein Geschenk, ein Gastgeschenk, damit ihr seid ja hier angekommen und macht das ja jetzt alles schön. Da war ich völlig fassungslos. Und so haben auch andere immer wieder so auch ihre Hilfe angeboten, auch bei dem Projekt. Vielleicht auch deswegen ist auch unsere Haustür immer ein Stück weit offen. Der Saale-Unstrut-Tourismus war uns wirklich ein guter Partner. Also über die Maßen, muss man sagen, wir hätten das jetzt nicht gedacht. Die Saale-Unstrut-Region nennt sich selbst ja so ein bisschen als den verborgenen Glanz. Wir sind so ein bisschen der Geheimtipp in Deutschland. Das ist schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dürfte der Geheimtipp ruhig noch dem einen oder anderen weitergetragen werden. Ich denke mal, die ganz große Chance ist für jeden, der eine wirklich gute Idee hat und die mit Herz umsetzen will, dass es hier relativ wenig Konkurrenz gibt. Man hat auch Partner mit dem Saale-Unstrut-Tourismus, mit der Liederförderung, die auch wirklich diese Wege mitgehen, sodass man eigentlich gute Chancen hat, hier wirklich so ein Allein Stellungsmerkmal mit dem Angebot zu schaffen, mit dem man hier starten will. Ein Leben ohne Projekte ist denkbar, aber nicht anstrebenswert. Aus unserer Sicht könnte eine große Chance für die Region wirklich der Tourismus sein, weil wir merken jetzt schon, wie das auch nachgefragt wird. Reisen in Deutschland wird immer beliebter. Und wir würden uns wünschen, dass diese Veränderung hier in Saale-Unstrut auch funktioniert, dass also wirklich ganz viele Arbeitsplätze wieder neu entstehen, zum Beispiel im Tourismus, aber auch natürlich auch in der Industrie. Das ist wirklich so ein Herzblutthema.